Ach, Freunde, ich dachte mir, ich nehme einfach mal schnell, nachdem wir jetzt letztens gefahren sind, Ride 4 mit dem Fanatec Podium Direct Drive Wheel. Dachte ich mir, nehme ich mal schnell noch eine Folge auf Isle of Man, TT Isle of Man Ride on the Edge 2. Und dieses Spiel ist vom selben Hersteller oder vom selben Entwickler, Publisher wahrscheinlich nicht, müsste der Entwickler theoretisch sein, wie World Rally Championship Generations. Und Freunde, Alter, die TT Isle of Man Ride on the Edge 2 ist ja älter. Ihr könnt die Menüführung einfach in die Tonne treten. Eine Maus funktioniert nicht. Ihr müsst, um Tasten zuzuweisen, doppelt drücken und hier nochmal drücken und da nochmal drücken. Ah, seht ihr, jetzt habe ich hier überhaupt nicht reingeguckt, das machen wir gleich. Also es ist einfach grauenhaft, wer das schon mal ausprobiert hat und wer nicht mit einem normalen Controller arbeitet, der einfach schon vorbelegt ist, der kriegt hier einfach einen Anfall. Ich habe jetzt, glaube ich, alles soweit eingestellt und meine lieben Freunde, wir fahren jetzt mal einfach eine Proberunde TT Isle of Man Ride on the Edge 2 mit dem Fanatec Podium Direct Drive Lenkrad und BMW M3 GT2 Aufsatz. Los geht's. Herr Löblich. Ja und damit... Hallihallo, ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Runde. Herr Löblich am Steuer, heute mit TT Isle of Man Ride on the Edge 2, dem Nachfolger von TT Isle of Man Ride on the Edge und einem der krankesten Motorrad-Simulationen, die auf diesem Planeten überhaupt existieren. Ich habe das mal bei meinem lieben Freund Thomas Bienert gesehen, a.k.a. der Simracing-Kommentator. Und die fliegt ja einfach alle weg. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt mit dem Lenkrad fahren wird. Ich konnte auf jeden Fall schon mal alles einrichten. Das ist ja schon mal viel wert. Das ging nämlich bei Ride 4 nicht. Da braucht ich einen Xbox 360 Emulator. Meine lieben Freunde, ich sage liken, abonnieren, kommentieren. Halte dafür übrigens hier meinen großartigen Schwanz ins Bild. Und wer Bock hat auf Benachrichtigung, der drückt unten die Glocke. Und wer Bock hat, mich zu unterstützen, der wird Kanalmitglied. Oder benutzt den PayPal-Spendenlink unter dem Video. Spender erscheinen dort. Die neuen Abonnenten erscheinen dort. Und wenn ihr das während der Aufnahmen macht, passiert das hier drüben. Und die Top-Stipper stehen da unten. Und Kanalmitglieder Level 2 sehen die Videos ein bisschen früher. Und Kanalmitglieder Level 3 sind live bei den Aufzeichnungen dabei. So wie heute. Niemand. Weil wir nehmen um eine sehr merkwürdige Zeit auf. Es ist jetzt Freitag 14 Uhr und da ist irgendwie keine Sau online. Vielleicht hat es auch keiner gesehen, vielleicht streame ich aber auch gar nicht live und habe alles falsch gemacht. Nee, heute ist einfach, die sind alle noch arbeiten. Naja, aber Kanalmitglieder Level 3 sehen die Videos einfach sofort nach der Fertigstellung quasi. Die sind dann einfach direkt online, weil wir die ganze Scheiße Livestream. So, wir gucken hier nochmal rein und wir gucken nochmal in die Option. Wie gesagt, es gibt hier keine Maus. Wir sehen zwar eine Maus, aber sie funktioniert nicht. Und wir gucken nochmal rein, ob es bei den Steuerungsoptionen Force Feedback gibt. Nein. Okay, dann lassen wir das einfach so. Hier, wir gucken mal rein. Fahrstil, Benutzer definiert. Alles aus, bis auf die Ideallinie. Die brauchen wir. Und die Streckenkarte müsste an sein. Wahrscheinlich bei Anzeige. Hat. Genau, hier. Auch alles aus, bis auf Streckenkarte, Kurvenmarkierung und Gameplay. Ideallinie haben wir vorsichtshalber an. Ach so, na, wenn wir die Ideallinie anhaben, dann brauchen wir keine Kurvenmarkierung. Dann mache ich Kurvenmarkierungen aus. So, also dann haben wir nur den virtuellen Countdown. Also das ist einfach, wir haben einfach den krassesten, verrücktesten Shit eingestellt, den man einstellen kann. So, und jetzt gucken wir hier mal rein und jetzt machen wir hier mal freies Fahren und jetzt nochmal Tageszeit Mittag, Wetter klar, Temperatur gemäßigt und ach wie, was, ich kann jetzt hier einfach frei rumfahren? Cool. Gibt's hier noch andere, was? Oha, mhm. Ich drücke oben auf Irland und kann dann hier das Motorrad auswählen. Okay, er ist einfach ins Spiel gegangen.
Ich kann nicht. Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Ich hab doch nur das Motorrad angeklickt. Warum ist er denn jetzt direkt. Warum. Ich wollte doch noch ja nicht, dass es losgeht. Kann ich mal bitte. Ich möchte bitte ein anderes Motorrad. Alter, die Steuerung bei diesen Spielen ist grauenhaft. Grauenhaft. Wenn die nicht so geil wären, dann wären die richtig scheiße. So, nochmal freies Fahren. Also, Irland. Ich kann hier nichts anderes auswählen. Warum steht da Irland? Warum steht da Irland? Okay, Tageszeit, Mittag, das haben wir alles so. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Superbike, klassisch. Supersport, Superbike. Ich würde jetzt natürlich sagen, bevor wir hier loslegen mit einem 172 PS Motorrad, 172 Kilo Motorrad mit 208 PS. Kann ich reven? Nö, man hört hier zwar so ein bisschen, wie es klingt, aber man kann nicht reven. 175 PS, 192 PS, 200 PS, 175, 200, 196, 208. Oh ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir fangen hier mal mit einer klassischen Geschichte an. 82 PS, das ist was, da kann ich mich mit infizieren oder wie man sagt. 135, 121. Nö, wir fangen mal klein an, Freunde. 500 Kubik, Dreizylinder. Sehr schön. Farbschema, Black Eagle Racing, Rot-Weiß ist immer toll. Ich kann hier nichts anderes auswählen. Sehr gut. Ladezeiten gefallen mir. Und dieser Sound im Hintergrund ist auch schon mal sehr geil. Wir werden natürlich vermutlich kein Force Feedback haben, wie ich mir sehr gut vorstellen kann. Okay, das ist die Helmansicht. Hier gibt es so verschiedene Ansichten. Helmansicht ist wahrscheinlich die Kopfansicht. Das ist wahrscheinlich die Cockpitansicht. Wir lassen mal Helm. Oh, das ist schon mal sehr geil. Du fährst geradeaus und lenkst in eine Rechtskurve oder in eine Linkskurve und du siehst, also die haben bei Ride, nicht bei Ride, bei TT sehr viel Wert darauf gelegt, dass der Fahrer, wenn du jetzt rechts lenkst, na, wenn du schnell fährst, nicht. Dann kippt er sofort nach rechts und links. Aber wenn du jetzt langsam fährst, dann siehst du sofort, wenn du rechts lenkst, dass der erstmal so ganz leicht nach links kippt. Ja, also je langsamer du fährst, desto krasser ist es. Jetzt, wenn du mal super langsam fährst, seht ihr das? Ich lenke eigentlich nach links und der kippt aber erstmal nach rechts. Das lenke ich mal nach rechts und er kippt vorher ganz kurz nach links, um sozusagen das Rechtskippen einzuleiten. Sehr geil. So, hier passiert ja nichts. Hier kann ich nach hinten gucken. Hier kann ich die Ansicht umschalten. Okay, das ist direkt von vornherein die Ansicht. Na, da gucken wir mal. Also, es gibt auf jeden Fall gefühlt ein Force-Feedback oder eine Vibration. Mir fehlt hier die Ideallinie, aber es kann natürlich keine Ideallinie geben, weil es ist ja ein Free-Roam. Aber ich muss sagen, also fährt sich vom Fahrgefühl her viel besser schon mal als Ride. Das wäre hier sozusagen die Cockpit-Ansicht. Dann haben wir hier, also sowas hier brauche ich gar nicht. Helmansicht oder Kopfansicht? Also Geschwindigkeitsgefühl ist mega krass. Er legt sich auch sehr, sehr schön schnell in die Kurven. Es gibt leider kein Force-Feedback. Ich hab's mir schon fast gedacht. Aber ein Fahrgefühl ist tatsächlich viel angenehmer als bei Ride. Gefällt mir. Und dieses Windgeräusch ist ja wohl brutal. Schön, wie er sich auch sofort aufstellt beim Bremsen.
fand ich schon mal sehr geil. Also der Sound ist ja Hammer, die Bremsen sind super geil. Wir fahren hier mal rechts. Und man hat, also ich habe ja nur die Fahrhilfen alle aus. Und dafür ist es schon fast ein bisschen einfach. Du kannst halt natürlich mit den Pedalen und dem Lenkrad sehr, sehr viel feiner dosieren. Du hast auch gar nicht so das Problem, die Kurven zu halten, ne? Und dafür, dass ich jetzt hier gerade vorm 43-Zoll-Monitor sitze, ist das schon ganz schön geil. Alter, die sind Windgeräusch, Freunde. Hammer! Oi, oi, oi. Oh, doch, du kannst hier richtig weit runter. Ist nochmal eine ganz andere Hausnummer zur Harley Davidson X1200X in Ride 4, weil das hat natürlich eine viel höhere... Oi, 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 oi. Du lenkst auch hier viel mehr den Kopf bzw. den Fahrer auf dem Motorrad und das Motorrad kommt hinterher. Du musst im Endeffekt den Kopf nur dahin halten, wo du hinfahren willst. Ist wie bei jeder anderen Motorradsimulation auch. Fahrt in der Helmansicht, Freunde, und lenkt den Kopf. Der Kopf sagt, wo es lang geht. Mega krass. Wenn der den Kopf hinter der Scheibe vornimmt, Alter. Eieiei. Sorry. Ey, geil. Ich muss ins Hauptmenü. Ich muss das richtig, wir, Alter. Ey, ich brauche ja kein Force Feedback. Ist das geil, einfach vor diesem Monitor. Hier 43 Zoll und Helmansicht. Ich möchte bitte die Karriere starten. Willkommen beim Karrieremodus. Ich freue mich total. Ja. Ach Gott, jetzt muss ich hier so einen Scheiß auch noch machen. Herr, jetzt steht da schon Vorname drin. Hermann. Löblich. Hauptfarbe. Deutsch. So, ich hoffe, es ist bei Deutsch. Jawohl. Bestätigen. Hallo Hermann. Ja, Tourist Trophy Organization, ja, bestätigt Lizenz, möglich, Wählen Sie Ihr Okay, ich muss sozusagen, ja, was gibt's denn hier noch? Also ich selber habe eine Yamaha und, oh, Triumph ist natürlich geil. Ich selber habe eine Garage in einer Yamaha. Ich würde jetzt natürlich direkt zu einer YZF R6, also Yamaha R6 greifen. Die CBR 600 ist natürlich schon auch geil und bekannt. Kawasaki war einfach noch nie meins. Triumph finde ich schon geil. Aber ich habe echt Bock auf die Yamaha, weil ich fahre Yamaha. Wobei, sowas muss auf eine Kawasaki Ninja, das kannst du einer Yamaha nicht antun. Ich finde hier das eigentlich ziemlich geil. Das Rote gefällt mir ehrlich gesagt auch. Ich habe mich entschieden. Ja. Sie befinden sich jetzt in... Das ist ganz toll. Um Ihr erst... Toll. Rennkalender, Garage, Shop, E-Mails, Profil ist mir alles ideal. Ich will direkt auf den Rennkalender. Sie befinden sich... So, was haben wir hier? Schwierigkeitsgrad leicht. Irland, Lochan. Wird wahrscheinlich wieder komplett anders ausgesprochen, weil das irisch. Superbike, Zeitrennen, eine Runde, 8 Konkurrenten, Mittag klar, Reifenwärmer. Komm, einfach völlig aus dem Kalten loslegen. Oh, da hinten haben wir eine fiese Kurve. Allerdings ist die Strecke ansonsten erstmal sehr... Dings. Sah jetzt erstmal okay aus. Hans Weber fährt noch mit, Richard Dunn, Toby Kent. Gibt es hier Namen, die man kennt?
Ich würde das gerne durchscrollen. Könnte ich, wenn ich... Ah, hier. Mike Cooper... Nö, sagt mir alles nüscht. Ey, komm, wir legen einfach mal direkt los. Okay, jetzt haben wir auch eine Ideallinie, das finde ich schon mal sehr praktisch. Alter, ein krasses, anderes, ganz anderes Motorrad als das, was wir gerade gefahren sind. Macht aber auch Sinn. Okay, das gefällt mir schon mal sehr gut, die Ideallinie. Sehr, sehr gut. Ja, ja. Ich würde das einfach nochmal neu starten. Nein, wir möchten nicht neu starten. Was ich so ein bisschen nervig finde, ist, alter Falter. Was ich so ein bisschen nervig finde, ist die Spiegelung auf der... auf der Windschutzscheibe. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil dadurch siehst du manchmal nichts. Eieieiei. Ist auch direkt was kaputt gegangen. Okay. Wir starten das einfach mal neu. Ich hab, wir müssen das, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger angehen. Uiuiuiui. Ich habe ja auch gar nicht Lehnen oder so eingestellt. Aber ein bisschen wie laut. Ey, Freunde, Entschuldigung, ich muss hier mal die Lautstärke. Wir machen das nochmal hier, denn wird wahrscheinlich die Belohnung nochmal um 20% reduziert. Warum genau eigentlich geübt? Ist ja egal. Würde schon so im Helm fahren. Macht für mich den meisten Sinn. Ja, hier diese Spiegelung, ne? Diese Spiegelung ist dann genau in der Windschutzscheibe. Freunde, wie man hört, wenn er den Kopf hinter dieser Windschutzscheibe vornimmt, sie heißt nicht umsonst Windschutzscheibe. Oi, 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 oi. Alter, das ist einfach nur geil. Ich liebe diese Windgeräusche, diese... Der Sound ist brutal. Fährt sich super. Fährt sich gefühlt wirklich besser als Riot 4, weil realistischer. Schmeißt die Karre nicht sofort weg, nur wenn du mal kurz ein bisschen auf den Dreck kommst. Das muss jetzt nicht unbedingt realistischer sein, ist aber natürlich für das Spielspaßerlebnis erstmal schon angenehmer. Uiuiui, ui, ui. Also das ist sehr interessant.
war sehr gut, Freunde. Das war sehr gut. Ich habe gewusst, dass mir dieses Spiel sehr viel Spaß machen wird. Aber dass es mir so viel Spaß machen wird, das hätte ich nicht gedacht. Und ich bin tatsächlich sogar ein bisschen schneller als die Gegner. Und das, obwohl ich gar keine... obwohl ich gar keine Dings eingestellt habe. Keine... wie sagt man? Ich würde gerne... ich habe ja keine Geschwindigkeit eingestellt. Oh, ich hätte gerne eine gewechselte Kamera. Und zwar hätte ich gerne... Ihr habt das hier nicht so weit wie eine Kamera. Ihr habt das ja nicht. Aha. Es gibt also keinen Fotomodus. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht mal so geil. Es gibt keinen Fotomodus. Beziehungsweise. Ja, genau. Es gibt keinen Fotomodus und es gibt. Warte, ich muss bei neu starten Interface verbergen. Kein Fotomodus und es gibt keine Streckenkameras. Okay. Du kannst das Interface verbergen, okay, du kannst die Kamera wechseln. Alter, da wird dir ja schlecht. Das sieht schon super geil aus. Ah, so kann ich langsamer machen, okay. Ich möchte gerne diese andere Kamera. Kamera wechseln. Ich möchte gerne diese Kamera von vorne. Schade. Ihr wisst, was ich meine. Hier die, wo er von vorne auf den Helm drauf glotzt. Ist das böse? Kann man irgendwie zurückspulen? Nee. Geil. Also richtig geil, Freunde. Schade, dass es kein richtiges Replay gibt. Aber, Glückwunsch. Sie haben... Oh, so, ich möchte gerne, was für einen Vorteil möchte ich gerne? Ihr habt mehrere Vorteile, Stufe 3. Reifenwärmer, Reifentemperatur, sie haben Geld erhalten. Ich habe Vorteil Stufe 2 und 3, wenn ich das jetzt richtig sehe. Hier kann ich nichts machen. Bin Erster geworden, gibt Geld, Vorteilspunkte, Ruf. Ist einfach derselbe Schruz wie bei World Rally Championship Generations. Ist, kann man so machen. Ist dann halt vielleicht nicht das Geilste der ganzen Welt. Mit haben sie bei einigen Teams Eindruck gemacht, die ihnen nun einen Einjahresvertrag... Schließen Toll. Sie sich einem Team an und fahren sie für den Rest der Saison mit... Bei jedem Vertrag gibt es bestimmte Ziele. Erreichen sie sie und erhalten sie Teile, mit denen sie ihre eigenen Motorräder verbessern können. Wählen sie den... Vertrag Optimark Road Racing... Honda CBR, Kawasaki, Triumph. Weder noch. Dann nehmen wir natürlich Triumph. Es geht um Verträge. Sie haben in Ihrer Leistung Team Eindruck immer großartige Gelegenheit, Bekanntheit, Ziel und Belohnung. Warum gibt es jetzt hier nichts für die... Verstehe ich nicht. Warum? Ich wollte was für die Yamaha. Naja, wir nehmen hier, was doch immer das ist. Hallo Hermann, willkommen. Saison, viel Glück. Toll. So, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet jetzt... Das ist ganz toll. Das bedeutet jetzt...
wahrscheinlich, dass ich das nächste Rennen mit einer Triumph bestreiten werde. Wir gucken mal in die Garage. In der Garage. Okay, wir haben jetzt eine Daytona. Okay, all klar. Und Farbschema ist von denen. Jawohl. Na, da bin ich ja sehr gespannt. Komm, einmal noch. Haben Sie an einem Rennen teilgenommen, springt der Kalender automatisch zu den nächsten verfügbaren Rennen weiter. In diesem Zeitraum stehen Ihnen mehrere Rennen zur Auswahl. Bitte beachten Sie, dass einige Events schwieriger sind als andere, dafür aber auch preislich. Bei diesem Rennen erhalten Sie für eine gute Platte. Das ist ganz großartig. So, kann ich jetzt hier mehrere Rennen wählen? Das bin ich schon gefahren, das bin ich noch nicht gefahren. Was ist das hier? Snaefell Mountain Course, Superbike. Superbike, Supersport, Superbike. Abschnitte und das kann ich nicht fahren. Voraussetzung, das Rennen gewinnen. Okay, ich kann jetzt... Hier kann ich nichts weitermachen. Voraussetzung, das Rennen gewinnen. Schwierigkeitsgrad schwer. Ah, okay. Kann ich jetzt hier... Ach so, da unten steht's. Freischaltbedingungen, 100 Rufpunkte sammeln. Alles klar. Hier haben wir... Hammer, dürfen wir. Deswegen ist es wahrscheinlich grün. Hammer dürfen wir. Dürfen wir noch nicht. Wir müssen die anderen Rennen, Freischaltbedingungen, 5 Rennen teilnehmen. An 10 Rennen teilnehmen, an 15 Rennen teilnehmen. Ziele für Saison. Okay, ich kann nicht so richtig erkennen, ob ich eins schon fahren darf oder nicht. Weil unten steht Ziele. Ach so, Freischaltbedingungen und Ziele. Aha. Das muss ich mal rausfinden. Okay, und es gibt bei dem hier mehr Punkte. Bei dem gibt es mehr Kohle. 4 Runden, 10 Konkurrenten. Schwierigkeitsgrad leicht. Ach komm, wir fahren einfach das Grüne. Fahren wir das Grüne? Fahren wir das Mittlere? Ich möchte einfach mal direkt das Mittlere fahren. Toll, Vorteile, yeah. Vorteil Mechaniker, Vorteil Ingenieur. Ingenieur. Na, da kriegt jetzt jeder einen, oder was? Nee. Teile und Setup brauche ich alles nicht. Erstmal. Wir wollen erstmal fahren. Und zwar wollen wir fahren. Auf der Autobahn. Abschnitte 1 bis 3. 10 Konkurrenten. Isle of Man. Eieiei. Also Freunde, das gefällt mir sehr. Sehr. Warum? Warum hatte der jetzt eine BMW-Kluft an? Okay, der Sound ist etwas angenehmer. Hey, what have I done? And why? Das Interessante ist, dass ich tatsächlich Teile der Strecke einfach von YouTube bzw. aus dem Fernsehen kenne. Oh! Komm, fahr weiter. Fahr. Die Konkurrenz ein wenig schneller als ich unterwegs. Oi.
Lichtverhältnisse. Ja, also es könnte ja jetzt einfach auch strahlender Sonnenschein sein. Nicht mal, wie schnell ich fahre, weil ich es nicht sehe. Da ist meine Lenkradbase davor. Ich würde jetzt mal so sagen, ungefähr 1000. Oi, 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 oi. Kann er mir sowas nicht ansagen, wie bei Rally? Oh Gott, oh Gott. Ey, wie du ja einfach Vollgas fährst, ja? Ah, okay, das mag er nicht. Das war ihm zu doll gebremst. Er mag auch die, wie heißen sie? Bordsteinkanten nicht. Was ich mir durchaus erklären kann. Man sieht sie aber auch bei diesen Lichtverhältnissen gar nicht mal so gut. Mich interessiert ja zum Beispiel auch sehr, muss ich jetzt, geht's jetzt hier nach Platzierung, geht's jetzt hier nach Zeit? Alter, ist das eng. Oh, ho, 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 ho. Also der Sound in der Kopfansicht ist schon noch ein bisschen geiler, weil er nicht so gedämpft ist. Okay. Ich bin einfach mal 11. 4,18. Was fahren die so? 3,40. Kann ich neu starten oder kostet mich dann? Ah, kostet mich. Komm, wir probieren es ruhig nochmal. Das ist ja jetzt erstmal hier, das ist ja jetzt alles heute das erste Mal. Und das eine Mal können wir ruhig noch. Leck mich in die Tasche geschissen, Alter. Krasser Scheiß. Ihr könnt euch das nicht... Wow. Das ist mal eine ganz andere Geschichte, möchte ich sagen. Ganz andere Geschichte. Also da kann Ride 4 vollkommen gegen einpacken. Das ist richtig brutaler Shit hier. Also da kann eigentlich fast alles gegen einpacken. Da kann auch jede Rallye-Simulation gegen einpacken. Der Sound ist super geil, wie das oszilliert. Da fährt sich mega geil mit dem Lenkrad, muss ich sagen. Ich vermisse null Force Feedback. Ist wirklich richtig, richtig gut vom Gefühl her, wie man
das Motorrad und alles bedienen kann. Windgeräusche, Alter, das ist so geil. Ich habe einfach das Gefühl, ich fahre 10.000 km/h. Ah, ah, oh, Gott sei Dank. Ey, danach musst du einfach duschen gehen. Krass, was da alles noch rauszuholen ist, ey. Wie einfach da unten links diese Kilometeranzeige runterzählt. Klar, Freunde. Das Vierter. Ja, da bin ich sehr zufrieden mit. Was fährt der erste 44? Ja, ja, da ist noch eine draus zu holen. Das kann ich mir schon wirklich vorstellen. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Also, ich würde jetzt einfach mal noch eine fahren. Gibt es jetzt hier irgendwas Neues? Irgendwelche neuen E-Mails oder so? Nö. Die irische Meisterschaft ist ein Wettkampf, der sich über die gesamte Saison erstreckt und 8 Rennen umfasst. Toll. Am Ende jedes Rennens erhalten sie gemäß ihrer Platzierung Punkte. Okay, sehr schön. Mit einer guten Zeit, innerhalb von 115% der Zeit des Erstplatzierten, okay, können sie sich in jedem Rennen auch einen einzigartigen Schriftzug verdienen. Toll. Es gibt aber auch noch andere Wege. Okay, also hier bin ich jetzt durch, da kann ich jetzt auch nichts mehr fahren. Ich könnte wahrscheinlich jetzt noch diese Rennen hier fahren. Nee, kann ich nicht. Okay, das ist jetzt vorbei. Wir sind in Mittlere gefahren und sind Vierter geworden. Alles klar. Also können wir hier jetzt Mittel fahren. 4 Runden, 10 Konkurrenten, irische Meisterschaft. Okay, alles klar. Und hier gibt es jetzt aber nur dieses. Wir können jetzt hier, das können wir nicht fahren. Wir müssen jetzt die irische Meisterschaft fahren. Da würde ich sagen, das ziehen wir mal noch knallhart durch. Ach komm, machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Das reicht ja hier. 40 Minuten ist, doch, ich kann nicht anders. Hat ich überhaupt so viele Punkte? Ja. Sie haben nicht alle nötigen Ressourcen. Was brauche ich? Okay. Wie viele habe ich? Gesamtkosten 30. Aha. Gesamtkosten 40. Wie viele habe ich denn? Wo steht's denn? 100 habe ich. Okay, das heißt, ich kann den machen und den. Das kostet mich 70, alt klar. Und der hier kostet mich 45. Okay, 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 okay. Dann machen wir das. Wenn Sie einen Vertrag unterschreiben, müssen Sie bei größeren Rennveranstaltungen, wenn Sie eine Meisterschaft starten, können Sie zwischen Superbike erweitern. Ja, toll. Ich freue mich extrem.
Ich kann hier nichts auswählen. Wir könnten jetzt hier mit Steuerung uns noch irgendwelche tollen Teile angucken. Mindestgewicht haben. Oh. Jawohl. Aufhängung, Getriebe, Motor, Bremsen, Chassis. Okay, hier kann ich aber auch ja nichts machen. Konnte ich da jetzt irgendwas ändern? Aufhängung, Stufe 1. Nö, kann ich nichts ändern. Ui, 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 ui. Und jetzt fahren wir wieder mittel, oder was? Alter. Oh, herrlich. Ey, ich nehme hier schon wieder... Ja. Ach, das ist jetzt ein richtiges Rennen, okay. Und ich starte als Erster, warum auch immer. Also das Starten muss ich noch üben. Und das Überholen muss ich noch üben. Ah, Freunde. Oh, herrlich. Okay, nur weil der dann X anzeigt, heißt es noch nicht, dass ich zu langsam bin, aber ich bin offensichtlich zu langsam. Ey, du musst hier tatsächlich auch einfach erstmal die Strecken üben. Oder vielleicht noch nicht auf Mittel fahren. Oder vielleicht die Kurvenanzeigen dann doch anmachen. Sich zum Beispiel ja nicht so sehr auf diese Ideallinienanzeige verlassen, weil du kannst schon deutlich schneller um die Kurven. Du musst dich einfach nur ordentlich in die Kurve legen. Leck mich doch im Po, Alter. Ich weiß ja auch gar nicht so richtig, wann so eine Runde vorbei ist. Ich habe keine Ahnung, in welcher Runde ich gerade bin. Ah doch, hier war ich glaube ich schon. Was war das eigentlich für ein Geräusch? Dieses... Alter Falter! Also die Ideallinie zeigt eine langsamere Linie an, als man denn tatsächlich fahren muss. Du kannst hier schon so ein bisschen fixer rum.
Ja, die Kiste klebt doch einfach. Also der rutscht dir jetzt nicht irgendwie weg. Oh nein! Das war blöd. Schade. Ärgerlich. Kannst du schon echt geil dosieren mit dem Lenkrad, ne? Das ist wirklich ein bisschen geiler als mit dem Controller. Mega fiese Stelle hier. Da siehst du einfach nichts. Nicht so langsam fahren. Ah, das ist doch schade. Ach, das ist doch noch schader. Okay, das hier ist wahrscheinlich Startziel, jawohl. Na, dann werden wir uns wohl mal ein bisschen beeilen, was? Aber so passiert das auf jeden Fall schon mal nicht. Dann so ein bisschen kennt und so weiß, wie man wo was wann machen kann, dann funktioniert das schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ei, Gott sei Dank. Haben wir uns mal kurz so ein bisschen angelehnt. Ja, vor so einem Sprung könnt ihr zum Beispiel per Ideallinie warnen. Soll das irgendein Schleifgeräusch sein oder was? Oh. Okay, vielleicht sollte man da doch auf die Zeichen achten. Och, Freunde. Schon wirklich fieser Shit.
was ich auch an diesem Lenker festhält, Alter. Ist das geil? Das ist richtig geil. Ärgerlich. Ah ja, ich bin auch die ganze Zeit gar nicht in der Helmansicht gefahren. Ja, nicht so geil funktioniert. Wenn du dich an die Ansicht davor gewöhnt hast, ist ja spannend. Ist anders. Komm, Fünfter, das ist alles völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Das ist wirklich richtig krasser Shit, ey. Oh. Ey, Freunde. Also ja, hallo Hermann, Glückwunsch zu Ihrem letzten Rennen. Sie haben viel Eindruck gemacht, da erhalten Sie im Rahmen der irischen Meisterschaft den ersten Schriftzug. Ach so, okay, Fünfter ist tatsächlich okay. Wenn Sie 6 Stück sammeln, ist das Ihr Ticket zur Tourist Trophy. Mega gut. Aber ich mache es hier trotzdem Feierabend, Freunde, weil das ist ja, Alter, da bist du ja, ich fahre jetzt hier, was, 53 Minuten? Da musst du ja duschen gehen, einfach danach. Da brauchst du was zu essen, eine Dusche und musst erstmal irgendwie eine Runde, keine Ahnung, ins Hammam oder dich ordentlich mit Thai-Massage. Du bist ja hier komplett fertig. Ey, krass. Also krass. Freunde, einfach nur krass. Ey, meine lieben Zuschauer, ich kann an dieser Stelle wie immer nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Runde erlöblich am Steuer heute mit dem absolut mit dem absolut mind-blowing TT Isle of Man Road to Blablas in der Hase 2. Es ist absolut krank und ich finde tatsächlich, es kommt wirklich nochmal ein richtig geiles, anderes Gefühl rüber, wenn du das mit dem Lenkrad fährst, weil du dich viel mehr werfen musst. Du machst halt nicht so eine kleine Bewegung, so knick, knick, knick mit dem Controller und das Motorrad kommt hinterher, sondern du musst dich halt richtig in die Kurve werfen. Und wenn du dann auch so dicht vor dem Monitor sitzt, ist das einfach nur geil. Wenn ihr ein Lenkrad haben solltet und das gibt irgendwann mal TT Isle of Man 2 im Sale, schlagt mal zu. Probiert's mal aus. Ich halte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an dieser Stelle wie immer meinen Schwanz ins Bild und sage liken, kommentieren, abonnieren und wer Bock hat, benachrichtigt zu werden, vielleicht durch Rauchzeichen oder ein Telefax, der drückt da unten auf meine Glocke. Und wer mich unterstützen möchte, der kann das tun. Entweder indem ihr Kanalmitglied werdet oder indem ihr den Spendenlink unterm Video benutzt oder vielleicht auch was im Shop kauft. Ihr könnt auch auf den Discord kommen und Trucksbook habe ich auch. Ist alles ganz toll. Links und so weiter und so fort findet ihr unter dem Video. Da oben stehen die neuen, die Spender, die letzten. Da oben stehen die neuen Abonnisten. Da drüben macht's pling, brumm, brumm, tut, tut, wenn ihr hier abonniert, spendet oder irgendwas Tolles macht. Und da unten stehen die Top-Spender. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss mit Üstschü, mit Io. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Reingeprügelt, gedroschen, quasi gehauen. Und ich wünsche euch schon mal fröhliche Weihnachten vorträglich.